So hat es geklappt, ja. Ich habe es geschafft, ja. Das war jetzt das Problem. Dass du die fucking Quest nicht im Wolken mehr bekommst, sondern dieser räudige, stinkende, schleimige, hässliche Questgeber steht vor dem Haus der Fortons. Und da musst du die Quest annehmen. Ja. Fantastisch. Yes. Und der fällt wahrscheinlich für alle drei Gebiete, die du noch brauchst. Nö, nur fürs Wolkenmeer. Die Nur anderen? was. Keine Ahnung, aber. Du wirst das wissen. Ja. Mach einfach alle Quests Forehead. Mach jede Lol. einzelne Quest, du fucking Forehead. Do it. Wir sind Japaner, du sollst mir spielgefälligst spielen. Ja. Alles. Jede Ja, so. einzelne Quest. Fuck you. Ja, würde ich. Mach ich ja auch, aber das könnte man vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher machen, dass man die fucking Quest fürs Wolkenmeer in Ishgard bekommt. Ja gut, das ist vielleicht tatsächlich das Schwäche. Mal gucken, wo sich die anderen zwei, wahrscheinlich in der Sonnenküste oder im Arschloch von irgendeinem Arschhirn werde ich diese Quest finden. Im Weinhafen, Bier oder Bierhafen, Ja, würde ich so. herrlich, herrlich. Ich hätte jetzt echt, hätte ich das nicht durch Zufall gefunden, jede einzelne Sidequest gemacht. Gut, dass mir das erspart geblieben ist. Die letzte muss das mal kaufen. Neuen Dungeon habe ich auch freigeschaltet. Halleluja. Fuck you, Wolkenmeer. Cancer ass, dogshit, fuck you, Was für Game. einen Dungeon hast du freigeschalten? Nimmerreich oder wie auch immer der Shit heißt. Nimmerreich, ja. Nimmerreich, always are. True. Ist auch kein Wunder, ist ja eine Quest aus dem Wolkenmeer, da ist nichts gut. So. Next. Gucken, was ich hier noch so für Quests in Ishgard verpasst habe. Ich habe jetzt endlich aus dem Mongoloid überholt. Ja, stimmt, er hat bei Horsche von Steph aufgehört. Yep. Schlimmste Szene in ganz Heavensward. Was? Orange stirbt? Was? Ich hab das geskippt. Nee, hab ich nicht. Quest Luftpiraten. Ist blau, muss ich machen. Kill me, dude. Na, wobei. Wie weit bin ich jetzt von der Story her prozentual? Ja, wo bist du denn jetzt? Also du bist in Azizla, denke ich mal, ne? Ich hab noch nicht, ich bin gerade kurz davor. Okay. Gerade einen Kaiser verjagt wieder und Bismarck getötet davor. Ah, Bismarck. Ja. Boah, der Fight auf Savage oder Extreme ist fucking. Ich glaube, den gibt's nicht auf Stream, kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Ja. Den gibt's. Die Ja, Savage weiß ich nicht, aber Extreme ja. Ich würde den sagen. Körperteil, den du von dem angreifst, heißt übrigens Corona. Und am Schluss hat jemand geschrieben, yeah, we beat Corona. Ah, nice. Ich glaube, du bist jetzt bei der Hälfte ungefähr oder 55%, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja, na, eigentlich, ich glaube, vielleicht schon weiter. Ich weiß nicht, wie viel Content da jetzt ist. Azizla ist schon ein bisschen, du bist ja auch noch nicht da. Also maximal 60, würde ich sagen. Okay. Kennst du Matoya? Nee. Okay, dann bist du bei 50, never mind. Dann kommt noch ein Haufen. Azizla sagt mir gar nichts. Ja. Ist irgend so Alaga-Shit. Übrigens gehe ich richtig in der Annahme, dass Red Mage arsch viel Damage macht. Recht guten Damage, ja. Weil ich habe den Eindruck, das schmilzt alles, egal was ich drücke. Vor allem im AOE macht voll Spaß. Aber, Ja. na. Explodiert halt ziemlich gut alles.
Ja, am besten ist, wenn die Dinger procken. Also ich hatte das oft, dass diese Wind-AOE halt an dem Mob quasi kleben bleibt und dann explodiert er noch dreimal. Aha. Das ist voll Das crazy. macht halt viel mehr Spaß als Black Mage, finde ich. Also in dem Ja, Levelbereich. wesentlich mehr. Und selbst wenn du runtergeskillt wirst, ich bin nämlich irgend so ein Low-Level-Dungeon nochmal gelaufen. Da war ich irgendwie Level 20, 24. Ich hatte fast alle meine Abilities, die ich mit 50 auch hatte. Also, nicht mal das stört irgendwie. Schon cool gewesen. So, was mache ich jetzt? Nix. Ein düsteres Schauspiel. Blaue Quest, let's go. Also ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt schon an den Windeater machen sollte, weil in der MSQ kriegst du auch welche. Herr, an was sollst du dich ranmachen? Eben nicht an die Windeater, Ach weil. so, nee, nee. Ja. Das lohnt sich, glaube ich, erst, wenn du halt 60 bist und die Ja. MSQ von dem Addon durch hast. So habe ich es eigentlich vorgehabt zu machen und dann habe ich einfach weiter MSQ gespielt, weil fuck it. Ja. Mein Plan ist jetzt auch so ungefähr MSQ, dann später mache ich das, worauf ich Bock habe, mit dem Addon, wo ich Bock habe. Jo. Ich habe halt gerade nichts Besseres zu tun, deshalb schalte ich den ganzen Scheiß endlich frei. Und heute ist mir aufgefallen, wie viel Content ich in Heavensward eigentlich noch nicht hab. Ja, da müssen ja noch haufenweise Dungeons sein, die du noch nicht gemacht hast. Jop, schon Zockt, drei oder? freigeschaltet und der vierte könnte ich jetzt auch schon freischalten. Aber ich war noch nicht drin, das hebe ich mir auf, wenn du die auch hast. Ist Omega und Alexander, das ist alles Stormblood, oder was? Alexander ist Heavensward und Omega ist Stormblood. Alexander ist Heavensward. Ja. Muss irgendwas von Alistar sein dann. Nee, nicht mal. Nee. The Also fuck, wie ist. passt das da irgendwie die Story, frage ich mich. Gobbos. 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 Ah, fucking Gobbos. Unironically. Finger weg von Glitzerzeug. Ja. Hatte ich gerade eben schon wieder. Das Vergnügen, mich mit denen unterhalten zu dürfen und ihrer komischen Sprache. Ich muss aber sagen, beispielsweise der Tod von Rochefort, die Synchro vom Graf Fortin, die ist im Englischen viel besser als im Deutschen. Jo, das ist mir beim vielen Dingen schon aufgefallen, dass sie im Englischen cooler ist als im Deutschen. Tatsächlich. Etzadla. Mein Charakter schaut immer irgendwie in die Gegend, als ob er voll weggedämmert wäre. Die Dark Knight Quest, okay. Ja, fuck it, die mach ich sicher nicht. Die mit dem. Frey, ja, aber die kriegst du von irgend so Nee. einem random Ja. Ishgard-Bürger-Typen. Das hat mich gerade ein bisschen gewundert. Da gab es noch irgendeine, die ich neulich annehmen wollte, die auch was von wegen Dark Knights gesagt hatte, die aber beim anderen Typen war. Von einem Eingang zum größeren Gebäude auf der rechten Seite. Okay. Gleich bei einer Treppe. Irgendwas dunkles Schauspiel oder irgendwie sowas. Ja, Und dann hat er. genau. Ja, das ist Digga. Ja, da war ich jetzt auch gerade. Ich frage mich, was ist das bitte, weil. Der wollte Wenn mir man Dark Knight jetzt. nicht mehr freigeschaltet hat, was. Der fragt dich dann, ob du Dark Knights kennst. Aber ich gesagt, nee. Ja, ich habe jetzt ja Ich hab Bock gesagt auf die ab. und dann Ja. dreht er dir die Rüstung und den Jobkristall an. Ach echt. Okay. Ja. Kann er behalten, ne? Ja, kann aber halt ein Gunbreaker ist besser. Oh, ich hatte halt schon wieder so einen Gunbreaker, du. Uff. Uff. Was der gefressen hat, ey. Leck mich. Nur noch am Single-Target-Heal-Spam wie ein Honk. Ja, hat er dann Mitigation gedrückt oder nicht? Ich näher mich. Der fucking Idiot. Das hat man gemerkt.
Also wenn ich einen drück, fresse ich eigentlich... Also ich fresse schon Damage, je nachdem wie viel Mobs ich halt pull, aber wenn ich zwei aktiv hab, dann fresse ich so gut wie gar nichts. Glaube ich auch. Du hast ja auch ein bisschen Self-Heal, oder? Ja, ein bisschen. Mit einer Ability. Es ist nicht viel, die gibt ja glaube ich auch ein bisschen Schild und halt ich halt. Ja. Ja. Ich habe auch ziemlich viel coole neue Abilities bekommen. Die AOE-Damage machen wie Sau. Also irgendwie 2,5k an jedem Mob. Unkritisch und gleichzeitig healen, sau viel healen, in einer riesigen Reichweite. Mir Mana zurückgeben und nur 45 Sekunden Cooldown haben. Ja, cool. Meine Lieblingsability jetzt, sie haut richtig rein. Ich verstehe gar nicht, wie der als Gunbreaker so viel Damage fressen kann, wenn du nicht Mobs auch noch stunst. Naja, es ist halt so, die rennen durch. Mit allem. Ich renne halt hinterher und bei dem Zeitpunkt, wo sie halt stehen bleiben, haben sie schon ungefähr halb Leben. Okay. Dann müssen wir gleich dran machen, die zu heilen. Ja. Und dann komme ich vielleicht gar nicht dazu, außer ich mach's halt instant. Mit dem Instant Cooldown. Ja. Ich kann sie auch nur zweimal stunnen. Und dann beim zweiten Mal ist er nur halb so lang, sind sie immun, ja. Mhm. Dann dauert es wieder irgendwie 10 Sekunden, bis sie wieder leicht empfänglich sind dafür. Diese fucking Windäther, du. Ist schon krass, das mit dem. Man muss echt viel machen dafür. Ich verfluche es gerade. Man freut sich auch immer, wenn man einen findet. Aber am Schluss bist du halt dann irgendwie. Mich im Struggle, ne? Ich glaube, das ist der Nachteil, wenn du das nicht alles sofort machst. Also wenn du das Addon halt quasi im Endstadium gespielt hast, das sagen wir so. Ja. Fuck off, wie doof, ja. Der kleine Pippin erinnert mich ein bisschen an Arthas. Wo ist Lalafell? Lalafell Arthas, oh Gott. Lathas. Ich habe jetzt gerade einen Stab und am an der oberen Spitze des Stabes ist literally ein Blumenstrauß drin. Mit Lilien und so. Dann nennt er mich gay. Sieht echt weird aus. Oh, Sumal schwer freigeschaltet. Nice. Zum All. Zum All. Der heilige Berg. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt eigentlich mit Urian Roger ist. Der ist doch. Der ist wieder da. Und wir wissen nicht, dass er mit den Aschins zusammengearbeitet hat, oder ob ich da was falsch verstanden. Nö, das ist richtig. Yo. Das haben sie gut erkannt. So ist es. Der steht einfach wieder da. Ja, alles gut, oder, Jungs? Ja. Hä? Als ob nichts gewesen wäre. Das ist ein kleiner Wichser. Ja, der Urhänger. Ion Sophia ist auch noch Heavensward Content. Ja, geil. Wo versteckt sich der ganze Content? Bin mal gespannt. Müssen alles blaue Quests sein. It's right there. Firing in his beauty. In his beauty, ja. Okay, eine blaue Quest. Let's go. Weder Fisch noch Drache. Wehe, die geben mir jetzt hier nicht diese fucking Windäther-Quelle, ey. Dann habe ich nur noch das Hinterland von Dravania, was mir Probleme bereitet. Ja. Jawohl, okay, sehr gut.
war klar, dass das bei den fucking Kupo-Idiots hier sei. Es sind aber wirklich nicht viele Edelkristalle, die du finden musst. So finden nicht, aber die, die du durch Quest bekommst. Horrible. Sind das nochmal genauso viele, oder? Ne, es sind glaube ich 2 oder 3 weniger. Okay. Puh. Ja. Have fun finding the quests. Quests. Fucking sucks. Stunden schon. Wasted in den Wolken, werdet. Stunden! Schön da. Ah! No. Ich kann's nicht mehr sehen, ey. Du wirst noch Stunden mit mir an Titania wipen, also was soll's. Titania ist nicht so schlimm. Achso, mach ich da den Sound aus. Mach ich ihn lauter. Morgen geht die Arbeitsscheiße wieder los. No. Wie lang? Direkt so. Dreimal hintereinander. Morgen von 10 bis 5. Freitag weiß ich gar nicht mehr. Und Samstag von 2 bis 7:45. Viertel. Are you fucking kidding me? Wo ist das jetzt hier? Song. Das hätte ich mir denken müssen, dass wenn dieser fucking Kupo Spast mich auf eine Quest schickt, dass es Cancer wird. Gott verdomme. Wie komme ich da jetzt runter? Man muss gar nicht runter, die Quest wird ja einfach nur falsch angezeigt, ja? Pockcheck! Gut. Wenn man in dieser Mokri-Höhle ist da, an dem Gipfel, steht der Eszinien drin. Und wenn du mit ihm redest, dann sagt er, hilf mir mal auf die Sprünge, sehen die Mokri-Viecher ja aus wie missratene Biber oder. Wie war das? Irgendwas anderes, verkorkste Babys oder sowas. Das ist ziemlich funny. Nice. Immerhin hat er sie nicht Schlampen genannt. Wieso Schlampen? Achso, wie die. Ich das immer noch krass finde, dass die das in den Questtext eingebaut ja, haben. Ja, das fand ich aber auch krass. Das waren so Amazonen-Mikote, die in einem Wald leben. Und die wollten meine Lehrerin umbringen, die auch eine Mikote ist. Schlampe, ey. Jawohl, Catfight, let's go. Bist du ein Baden-Quest machen, also. Und wirst es auch miterleben. Irgendwann. Soon Trademark. So, du Kupo-Idiot. Auch funny, da habe ich nämlich geguckt, kam auf so eine Webseite, die dir alle Quests anzeigt, die du machen musst. Dann gibt er mir die Koordinaten 66 für das Hinterland von Dravania. Und das du kommst da nicht hin. Das geht nicht. Du kommst nicht auf 66, weil die Karte das gar nicht erlaubt. Es ist physically impossible, zu dieser scheiß fucking Koordinate zu kommen, wo der Spaß die mich hinschickt, ey. Das gibt's einfach nicht. Kannst du eigentlich keine Guides suchen, ja. Es gibt keine Guides für Final Fantasy. Das ist alles Trash. Total Trash. Ja, Gott sei Dank. Da muss ich nicht extra suchen. Weil es eh nicht funktioniert. Wow, super. Ja, da muss ich mich auf meine eigene Finesse verlassen.
da ich nicht so gut bin im Suchen, ist mir das lieber. 3 Stunden im fucking Wolkenmeer suchen. Ja, ist mir scheißegal. Glorious. Einfach scheißegal. we shall speak again. Wahrscheinlich in einer Woche ist euch genau dieselbe Scheiße wie du jetzt. Fucking Wolkenmeer. Na, du weißt jetzt, wo es ist. So ungefähr. Ja, ich weiß wo. Ungefähr. In Itra. Arbeitet in der Stiftung. So. Travanisches Hinterland. Where the fuck are you? Ich glaube, Freitag muss ich von 8 bis 2. Ach, 6 Stunden. Es ist nicht so schlimm. To be honest. Ich bin auch nicht Match. Match deswegen. Ein bisschen Arbeit tut mir, glaube ich, ganz gut. Tatsächlich. Vor allem beim Rücken, ey. Sitzen wird langsam anstrengend. Ja. Ich muss mich auch schon langsam wieder aufraffen, jetzt geht's schon langsam wieder. Ja. Auf nach immer Schatten, wo war das denn gleich wieder? Warum komme ich da nicht durch? Ich werde jetzt. Also, hier sind die blauen Kreise, dass du in ein anderes Gebiet kommst. Aber. Gleichzeitig ist es mit fucking Eis zugemacht. Also denke ich mal, dass ich irgendeine Quest machen muss, um das Eis da wegzumachen, damit ich den Weg hier frei machen kann, damit ich da verfickt nochmal durchkomme. Und das ist wahrscheinlich die fucking Aether-Quest. So. I figured it out. 500 IQ. Let's Oh, bist du in diesem Schneegebiet oder bist du in Drava? Ich bin jetzt in Falkenhorst, Quertas, weil ich in das andere Gebiet wollte, weil ich da noch nichts entdeckt habe und nicht weiß, wie ich da hinkomme von der Seite. Deshalb wollte ich es jetzt auf die andere Seite probieren, über die andere Seite. Es hat jetzt aber auch nicht funktioniert und jetzt stehen wir da und müssen einen Weg finden, wie ich da hinkomme. Geografisch lost praktisch. I fucking love this game so much. It feels every day. Ah, please. Pippe, please. Warum kann ich mich nicht einfach rein da mit diesem fliegenden Auto abholen, ey? Den Diesel. Soll ich abholen? Please, irgendjemand, help. Warte, war das die kaputte Brücke? Ja, hier ist die kaputte Brücke. Komm ich auch nicht rüber, muss ich wieder anders rumlaufen. Oh, fantastisch. Hatte ich heute auch schon hinter mir. Das Rumgeirre. Und so gemacht, dass du da nicht irgendwie querfeldein über rumlaufen kannst. Fliegen soll ja auch irgendwie Value haben, ne? Fliegen hat tremendous Value, wenn du sagst. Yep. Das spart dir so viel Kopfschmerzen. Yep. Ich bin froh, dass ich vorhin aus Versehen so ein
A- oder S-Rank-Monster gefunden habe, weil ich mich irgendwo verirrt habe und das da halt gespawnt ist. Und schafft man das alleine oder war das eh gerade am gekillt werden? Nö, nö, das schafft man. Ich bin ja 20 Level über dem Viech. Ah ja. Oh, apropos. Wenn wir unsynced in Garuda Fight reingehen, Extreme, können wir dann das Mount farmen? Ich bin jetzt auf dem Level 61, könnte ich heilen. Du machst wahrscheinlich ja. Groben Damage an dem Viech. Wir könnten alle Mobs so farmen, glaube ich, ja. Mhm. Das geht. Da müsste man, glaube ich, nur kleinere Gruppe einstellen oder so, damit das geht. Ja, weißt du, wie das geht? Weil dann Abfahrt. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Können wir gleich mal ausprobieren. Man kann ja auch Solo-Content irgendwie einstellen. Mal schauen. Ich schlade. Gib mir den Mount. Asmongold streamt heute nicht, weil er fühlt sich schlecht. Tja, gut, für mich kann ich aufholen. Ja. Schlecht für mich, wenn ich mir Rendern hochladen zum Einschlafen angucken. So ein Cancer, ja. Ey, der Ogre hat dasselbe Potenzial wie Asmongold. Du klickst auf ein Video und es wird dir einfach immer mehr vorgeschlagen. Ja, das ist doch der Hirntod, da kommt ja irgendwie nichts Interessantes, was der jemals sagt. Nö. Das macht. Das ist halt nur. Ich weiß auch nicht. Das ist nur gut, wenn er brüllt und weint. Dann ist gut. Stimmt, ja. Deshalb guck ich mal auf die Ausschnitte an. Ich find's aber auch lustig, wenn er schnauft oder sich auf sein Sofa hieft. Das ist natürlich auch sehr gut. Boah. High Quality Content. Kennst du diese Impfwerbung mit Ottfried Fischer? Nee. Wirklich, ja. Aber ich war heute mal wieder auf Twitter. Ja. Und es lassen sich erstaunlich viele Leute jetzt von our side impfen. Was mich sehr schockiert. Ja, weil sie halt inkonsequent sind. Ja. Die wollen wieder alles dürfen. Prinzipien ist das auch nicht so weit her da. Well, we are screwed, people. Of course. Of course. Amazing. What do you expect them to do? Du Impfgegner, du. Ich bin kein Impfgegner in dem Sinne. Die können sich spritzen lassen, was sie wollen. Die sollen mich einfach nur mit dem Scheiß in Ruhe lassen. Aber aber du bist ein automatischer Impfgegner. Das ist total weird. Das nie. Ja klar, das ist weird. Warum, das ist ja der Grund, warum ich es nicht mache. Genau das ist der Grund. Weil das alles da weird ist. Ja, die zerreißen sich jetzt bestimmt auch das Mal. Das ist bestimmt nur krank, weil du dich nicht geimpft hast, Mario. Naja, für mich stresst sich immer jeder das Maul, warum auch immer. Ich glaube über mich auch, aber mir ist das relativ gewohnt. Ja, aber die haben es wenigstens Grund dazu. Querulant. True. Du bist halt null offen, zum Beispiel bei den Arbeitskollegen, was du immer erzählst. Ja. Da ist natürlich die Neugierde groß. Bei mir zerreißen sich die Leute das Maul über mich, die mich kennen. Das finde ich auch weird. Warum wollen die Leute alles von mir wissen? Ja, weil sie eben nichts von dir wissen. Die wollen dich in der Kur- nichts von denen. Ja. Das passt doch. Passt doch für dich, passt aber für sie nicht. Hast du. Mann ey, Schmocks, lasst mich alle in Ruhe. Irgendwas Neues von Niki? Nö, gar nicht. Nö, nachdem ich die letzte Nachricht auch konsequent ignoriert habe, da hat sich das Thema erledigt. Erstmal, ich möchte jetzt nicht wieder verschreien, dann kommt wieder irgendwas, aber bis jetzt habe ich meine Ruhe. Ich komme da echt nicht durch.
eine Quest gibt's ja auch nicht. Tja, dravanisches Hinterland. Du wirst für immer der Ort sein, wo ich nicht fliegen kann. Ja. Ach, weil ich so fucking Stein nicht drin habe. Das Ausrüstungsset merkt sich den Jobkristall leider nicht. Doch, bei mir schon. Den switcht er immer mit. Hm. Hast du es vielleicht gespeichert, als er draußen war? Nee. Dann weiß ich es nicht. Mir, beim White Mage geht's, aber beim Baden nicht. Die wollen nicht, dass du Baden spielst. Hm. Wenn sie nicht verhindern können. Wird mit Endwalker gelöscht. Weil DMCA Strikes den aus dem Game genommen haben. So, aber jetzt laufe ich herum wie ein Vollidiot und hab keine Ahnung, wo die scheiß fucking Quest ist. Stupid ass. Wollen wir das jetzt ausprobieren oder willst du das später machen? Das können wir jetzt gerne ausprobieren. Würde mich schon sehr reizen. Dann. Impf mich, Billy. Ora. Moment. Impf mich, Billy. Grube einladen, ey. Das ist auch so dumm. Ich habe am Freitag, also ich habe diese WhatsApp-Gruppe, diese Arbeitsgruppe gemutet. Ja? Ja. Weil ich den Scheiß nicht lesen will. Das habe ich vor einem Jahr anscheinend gemacht, weil am Dienstag bin ich zu Geburtstagsnachrichten aufgewacht. Und dann fiel mir ein, dass ich am Freitag vergessen habe, einer anderen zum Geburtstag zu gratulieren. Dachte mir, ja fuck, da mache ich jetzt bei der. Und instant werde ich dann als Schleimer und so bezeichnet, weil ich das dann bei der geschrieben habe und bei der anderen am Freitag halt nicht. Super. Oh, du bist genauso beobachtet, hä? Wie das machst du was verkehrt. Ja, ja. Mach's halt gar nicht so wie ich. Ja. Ich wurde halt darauf angesprochen, dass ich das nie mache. Dann denke ich mir, ja, fuck, Freitag habe ich es vergessen, jetzt vergesse ich es nicht, schreib's es halt mal, fuck it. Und dann kriege ich da schon wieder so einen dummen Spruch rein, ey. Denke mir aber, ja, fuck you, Alter, ihr seid alle scheiße. Ich hoffe, das Gerücht stimmt, dass die ganzen Geimpften am 5. September sterben, ey. Im September? Ja. Fuck auch echt, ey. Geil. Oh, ja, das Gerücht, ey. Ja. Fuck, wo ist denn, in welchem Gebiet ist denn nochmal? Gouda? Gouda. Coertas, oder nicht? Musst du da hinfliegen, im Norden. Ja, ich muss halt, ich bin gerade irgendwie drauf gekommen, dass ich es ja nicht von hier aus einstellen kann, aus Gründen. Das sollte ja auch eigentlich so gehen, oder? Muss man das als Gruppe vielleicht machen? Gruppe. Ja, nicht Gruppensuche, so. Aber dass du eine Gruppe aufmachst. Teilgruppe, warte mal, Teilgruppe möglich. Teilnahme ist bei bestimmten Inhalten bereits unter der erforderlichen Gruppengröße möglich. Man erhält keine Vergütung oder Routine von Gegnern, es besteht keine Rollenbeschränkung, Stufen- und Gegenstandsstufenanpassungen sind deaktiviert. Die Bindung an Gegenstände wird nicht erhöht. Also mich macht nur das erste stutzig, man erhält keine Vergütung oder Routine von Gegnern. Das klingt ein bisschen weird. Aber probieren schadet ja nicht. Nee. Ob ich die Einstellung gespeiert habe. Vielleicht meinen so. Die mit Vergütung, dass du keine allergischen Steine bekommst. Wer weiß. Das wäre halt. Nice, wenn das ist. So, ich glaube, wir brauchen eh nur Teilgruppe möglich. Und. Sync irgendwie müssen wir ausmachen, ne?
Einschränkung zum. Ist das das? Das geht nicht. Erkundungsbus. Stufenanpassung ist aus. Okay. Keine Ahnung. Schau mal. Pogchamp. Auf Stufe 50 stand da. Mal schauen. Ob das was bedeutet oder nicht. Jetzt weiten wir. Ja, wir können ja jederzeit raus. Ohne Schlaf. Nee, kriegst du nicht, wenn, okay, du, wenn du Abstimmung machst. Ja, du bist 80 und ich bin 71. Okay. Ja, schaut gut aus. Oh shit. Das stimmt gar nicht so. Trifft dich halt überhaupt nicht. Ist er weg oder nicht? Ah, okay, fuck it. Es hat überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Wahrscheinlich gibt's kein Loot. Doch, da. Feder. Was macht die? Ja, das ist Material für Jobs. Keine Ahnung. Das ist bestimmt viel Geld wert. Was drückst du? Bedarf. Dann nochmal, oder? Yes. So geil, da können wir jetzt einen fucking Mount farmen. Ja. Ich werde nicht mehr gewandschottet, weil ich auch schon ein bisschen höher bin. Kann dich heilen, wenn es ist. Du, du, du. Saugeil. Hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Das Game ist halt awesome, bis auf Wind-Ether-Quellen. Ja. Wahrscheinlich finde ich es dann alles sofort, wenn ich es mache. Ja, das ist auch meine Befürchtung. Let me help. Blinded by the light. Fuck, I am. Bitch. Oh, so damage. Ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Mit Break Bulk gibt's auch keinen. Weißt du, wo ich ausmachen kann, dass ich die nicht immer skippen muss, die Videosequenz? Nee, weiß ich leider nicht. Okay, das finde ich gleich. Oh, Mount. Yes. Wir schon mal beide drauf, ja. Okay. Jawohl.
Ja, geht's halt. Thanks. Next is yours. Yes. Awesome. Okay. Skibbly-bop. Ich hänge im Loading Screen fest. Jo, ja, ich auch. Rolle nehme ich mal, weil ich sie mal wieder aufbereiten kann. Und auf den Rest passe ich. Ja, warte, dann kannst du ja die anderen ja auch noch alle traden. Ich habe so viele. Ja. Jetzt mal alle schicken. Kann dir die dann ready wieder zurückschicken. Mhm. Also aufbereitet. Come on! Droppt jetzt on, girl, die nächsten 5 Male. 10. 10. 10. Mindestens. GZ. Yes. Poku. Ah, warte, bleib mal da. Ich muss dich noch anhandeln. Geht hier drin gar nicht, ne? Doch. Ist das. Ah, ne, geht. Geht? Nicht. Server, ne? Ne, wegen dem Spielinhalt geht das nicht. Ah, ja. Also, ja. Wird vielleicht schon ein Server-Ding sein, wer weiß. Gut, Kannst du mir per Post schicken eigentlich? Ich später aus. Go, go, Titan. Oh ja, jo. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So. Einstellungen sollten noch die gleichen sein, ja. Zenit, passt. So. Muss ich runtergeschmissen werden, sonst fliegt man trotzdem. Ja. Gut, dass ich kein Red Mage bin, das ist halt natürlich nicht passiert. Auch bei Titan, ja. Okay. Nee, schlimmer noch, ey. Ah, skip. Clip up. Schlimmer noch? Ja.
Ich war in so einer Mine und da kommen Mobs aus der Ecke raus und ich bin voll in das Loch reingesprungen, wo die Mobs rauskamen und bin instant gestorben. Ich wusste nicht, dass es geht, aber es geht. Oh. Coward. Hau das Spiel ab. Wieder ab oder was? Da ist ja gar nichts hart dran, das ist immer so läuft. Jawohl, ist gedroppt. Oh. Well, well, well. Machen wir einfach alle auf alles Bedarf, außer man hat's halt schon, ne? Jupp. Yay! Hast du bekommen? Yes. Ja. Oh, ja, ja. Easiest Mount Farm of my life. Gucken. Drop Leviathan auch was? Ich glaube schon. Ja. Yep. Sehr gut. Bester Boss. Ich bin gespannt, ob wir da den Reaktor betätigen müssen oder nicht. Ah, fuck. Ramo habe ich noch nicht mal freigeschalten. Ich auch nicht. Du Coward! Lass mal abhauen, du Wichser, du Wichser, du! Der klebt nur noch an der Decke, der Typ. Primates gekillt, wie ich gepisst habe. Ah, da ist mal gar nichts drin, okay. Da war echt nichts drin. Nee. Hat schon jemand vor uns geplündert. Ja, komisch. Hab ich schon ein Ladderfell. Has to be. Fick der Grabräuber. Ich muss jetzt bestimmt 10 Runs warten, bis ich meinen Titan mache. Yep.
kommst, dass du die letzten 20% so schnell runter hast? Kenki-Balken. Ah. Ja, wieder nix. Oh mein. 10 Runs, hast nicht gelogen. Kenki-Balken und der Typ springt halt nicht weg, also kann ich meine Combo auch machen. Boggers. Samurai. Deska. Samurai gegen Sumo-Ringer. Easy win. Na schon. Der Typ rennt ja ins Schwert rein, ey. Ja, genau. Wie durch Butter ist es. Das ist ja genauso fett. Ja. Besteht, es ist aus Butter entstanden, aus Kippen. Mit Bure. Komisch, ne? Das war unlucky. Schon. Ja, doch, manchmal ist einfach nichts drin, das stimmt schon. Schon sehr unlucky. Moment, ich nehme gleich an. Yep. Mal kurz was gucken. Irgendwo auch klar. Das Mount von dem Boss, der den meisten gefällt und du kriegst es nicht. Ja. Mehr als typisch, aber. Nein, das wollte öfter Head gehen. Ja. Head hin gehen. Oh shit! Okay. Hat er. Nee. Hat er nicht gesagt. Ah, nice. Schweine, was fällt dem rein, Mechanics jetzt zu machen? Schon. Curse, dude. Shiva-Diamant, was ist das denn? Und woher habe ich den? Shiva-Diamant? Ja. Ist das Handwerksmaterial? Nee, ich habe keine Ahnung, woher ich den hab.
Kannst dich in Shiva verwandeln. Pock, wer will das? Ich. Gib. Mein Damage in. Mein Damage ist insignificant compared to the Shoha. Yes. Mighty true. Das gilt fast. Aber nur fast. Dafür will ich jetzt Loot. Safe nicht jetzt. Ah, da. Nee, fuck. Aber es ist mehr Loot. Ja, es ist mehr Loot, das ist schon mal gut. Was brauchst du denn eigentlich so als Gärtner für Handwerksmaterial? Nix. Nix? Nö, als also Gärtner? Also ist das ein Sammelberuf als, genau. Als Gärtner, ja. Okay, weiter geht's. Ich sammel mir nur das Zeug für... Wer ist das? Zimmermann? Das hat einen anderen Namen, aber du weißt schon, die Tischler und sowas halt. Ja. Holz und so farm ich mir damit und für Gourmet... Gomerio, Minze und so andere Gewürze. Und Minze. Und Angeln war ich heute auch. Ach, komm, Fettzeug, drop das Maul jetzt zu hoch und so. Rein und raus. Und? Ja. Ja, das ist drin. Ach, Gott sei Dank. So. Ifrit. Ifrit. Die Fritte. Boah, ich hab mir
Heute kamen meine Lärm- und Hitze-isolierenden Gardinen an. Was? Ja. So hat sich der Andi auch gekauft. Sind die schwarz? Nö, ja, grau, nicht schwarz. Und relativ dick? Bisschen, ja. Also nicht komplett dick, aber... Und jetzt hörst du das Hundegebell nicht mehr. Richtig, und keine schreienden Kinder und so. Ja, geil. Ja. Der Thermoeffekt, keine Ahnung, hab ich noch nicht wirklich zu spüren bekommen. Wow! Ich krieg keinen Damage in der Phase. Ist so bad. Und der hat mich gewone-shottet. Säulen killst, die fesseln. Nee. Ist immer noch invincible. Doch, doch, jetzt geht's. Ich hau dem immer meine starken Scheiße rein, wenn er immun ist. Das ist voll kein Sinn. Mal schauen, ob ich das zum Boden ausfarmen muss. Well, well, well. Ah, ja, haben wir schon. Alright. Ist er weggelootet. Gut, haben wir es einmal schon mal, ist auch nicht schlecht. Ah, hier ist schon das Ding gefesselt. Okay. Oh, einer hat überlebt. Er killt mich. Dass es nur irgendwie 11 Stück sind oder so. Ja. Hilf.
überhaupt nicht an der Hecke. Nee. Eine Ifrit-Karte erhalten. Cool. Nice. Aber kein Mount. Bin ich jetzt verreckt, weil der letzte, die letzte Fessel überlebt hat, oder? Nö, ich glaube, der macht einfach. Ja, wobei du müsstest das eigentlich überleben. Ich müsste. Ja, auf jeden Fall, besonders mit Level 61. Stimmt, du bist 61. Ja. Der doppelt so viel Leben, wie ich eigentlich haben müsste. Zu dem Zeit. Well. I don't know. Mal schauen, dass wir die Dinger vielleicht down kriegen. Das sind sie. Nee, kannst vergessen. Ja, da waren jetzt noch zwei da. Aber die hätten wir gar nicht so schnell killen können. Nee. Ich hab den zu schnell in die Phase geklappt. Klar. War weird. Hab dann zu viel Damage gemacht. Jawohl. We got it. Das ist deine, gell? Yep. So, was haben wir jetzt? Shiva. Shiva und dann. Genau, den anderen Spacko. Oh, Titan-Karte bekommen. Hattest du die noch nicht? Nee. Nice. Kick. Ich hatte Ifrit noch nicht tatsächlich. Bin ich gespannt. Ob das geht? Ob die mich one-shottet irgendwie. Ja, bestimmt. Ich glaube auch. Fuck you, Shiva. Don't step on me. Und Feuer zu Eis.
Shit Mechanic. Fuck you. Soll ich hier nicht reinlaufen? Farm, sehr gut. Bei den Luders. Armreif, Eismagie. Hauptwaffe der Gelehrten. Trench. That's a loaded rap. Zweimal die Pfeife, bitte. Bahamut auch im Mount? Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Aber wäre irgendwie weird, wenn ich. Ich glaub auch nicht. Mal nachschauen. Ich glaube aber, dass der Chat damals meinte doch. Ich hab mir ja, Esmon so hat gebissen, den doch auch gefarmt, oder? Hat er echt? Ja, schon mal. Ja, weiß ich nicht mehr. Du hast ja gerade auf die Zunge gebissen. Nee, heute. Das ist schon ein paar Stunden her, aber es tut immer noch voll weh. Beim Mampfen oder was? Yes. Oh, ich hab vergessen zu skippen, weil ich so ein Fimp bin. I figured as much. Sekunden schneller als vor. Nice. Ja. Beste Zeit. Hey, es gibt sogar Achievements. Dungeon Belagerung 3. Oh yeah. Jawollo. Gewonnen. Fett. Danke. Yes. Ich bin zum fucking Mount Farming, man. Mit der World of Warcraft. Ich frage mich, ob Esmogol bald wieder dazu zurückgeht. Dieses schwer zu farmen in diesem dummen Mogu-Palast. Aber sich das echt noch antut. Oh. Kann mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Wenn's gut aussieht. Ja, total. Können wir die Seelen nicht einfach klar abstechen und looten? Spoiler. Heuler, jetzt ist schon Spoiler. Weißt du, dass die abgestochen und gelootet wird? Da gibt's jetzt einen Sanctus. Okay. Thanks.
Jo, oh mein Gott. Ja, kribbelö. Aber der hat er nicht gerechnet. Nee. Treacherous, so wie mein. So willst du das also spielen. Mhm. Treacherous. Ich dachte immer, die Ability meditieren ist trash, ob die füllt man schon dabei. Das ist gut, die Kenki. Das ist gut. Ja. Beides, ja. Ja. Shoa und Kenki. Brauchst du. Ich als Samurai-Spezialist sagte das. Mehr musst du nicht wissen. So. Ich verreck jetzt! So bin ich immer gestorben, als wir das hier gemacht haben. Genau so. Ja. Ja. Fühlt sich scheiße an, ja. Ja, ist das richtig geil. Ah, das war das Allerlustigste, wie du vor den Leuten davon gelaufen bist. Fuck you. Hat's genau gesehen, alle schön verteilt, nur hinter dir läuft so ein Spacko. Ist ein Eis. Das ist echt nicht mehr zu glauben. Der Eismann ist hinter dir, ey. Klingelingeling. Ah. And again. And again, and again. Nein, was? Doch, stimmt schon. Ich hab jetzt Level 50 oder was? Nee, ich hab nur kurz das Bild von Ifrit gesehen. Dachte, ich hab Ifrit angemeldet. I don't wanna die again. Ich auch nicht. Daddy Ifrit. Also. Let's go. Daddy Ifrit. Bester Primal. Ifrit ist der größte Trash Primal. Stimmt. Das ist der Feuer Primal. Kann nur gut sein. Ich kann nicht mal reden, oder? Komm. Der Text. Der Text hat nicht zu. Na doch, der hat Text. Beste Zeit. Ja. Return of the Crash. Diamantenträne. Lied. Ja, Lied. One bajillion Gilbert. Habt ihr zumindest noch nie droppen sehen bei der? Please drop.
sehr frisch. How dare you? Step back. Ja, eine Sekunde. No way. Oh! Big loot. Shiva-Karte, fuck yes. Leviathan. Das sollte noch was droppen. Und Ramua haben wir noch nicht freigeschalten. Ja, Gott sei Dank. Bin ich gespannt. Wenn der jetzt nichts droppt, gehe ich ins Bett. Und wenn er die Pfeife droppt, dann machen wir so lang. Okay. Bis wir den haben. Das ist auch nur gut. Wenn wir ihn überhaupt killen, das ist jetzt die nächste Frage. Ja, hat ihn geführt. Oh, der kriegt nur Damage. Warum? Ich bin geführt. Wie wird man geführt? Geht einfach so. Kann ich nicht dispellen. Oh ja, muss man vielleicht rein. Also ich, du nicht anscheinend. Ja, aber ich war geführt, der hat mich jetzt. Oh, der hat dich runtergeschmissen. Der hat mich vom Bord geballert, ja. Ich weiß nicht, ob der possible ist. Wenn du einfach nur auf ihn drauf haust. Ist der nicht hier drin? Aber jetzt ist er hier.
kannst du, wenn er lange irgendwie weg ist, dann das drücken. Meine Leiche einfach in den Ozean gespült. Er ist schon fast down. Ja, aber ist wieder gut. Naja, wie Fritt. Das war ein cooler Rückwärtsslide. So ein Scheiß war das. Okay. Also wenn ich vergesse den Ding zu drücken, dann geht das. Ich konnte den damit nicht drücken. Na, glaube ich auch nicht. Vielleicht muss man den Elementarkasten da hinten erst bedienen. Der wird einem dann nämlich angezeigt. Das ist gelbe Ding, wo du gerade davor stehst. Mhm. Ich kümmere mich mal da drum. Die Gischblasen killen vielleicht. Noch kriegt der Damage, oder? Resistenten kann man noch nicht aktivieren. Der ist auch noch nicht in der Phase. Wo ist er? Okay. Da ist er. Motherfucker. Ah, durch Rote geschmissen. Ja, nicht gekriegt. Kann ich leider nicht retten, ja. Dann. Ich glaube, ich schaff's nicht, also. Okay. Oh, voll in den Rücken geschossen worden, ey. Feige Drecksau. Ich habe genau in die Augen geschaut und dann werde ich von hinten erschossen. Oh, dieser krass. Scheißboss, ey. So ein Wichser. Ich hasse ihn.
Welche vierte denn, die schwarze? Ja. Paralysiert und wieder gekillt. Paralyse kann ich dir gleich runternehmen, nehme ich an. Wann müssen wir jetzt das Ding drücken? Keine Ahnung, aber ich bin schon wieder gekillt. Ich auch. Aber hier. Jetzt bin ich tot. Ich glaube, die Weltzahn zu HGN, der noch steht, da, der macht die Flächen, ne? Ja, ich glaube auch. Und mit 4 ist halt echt kein Problem. Fuck off, Bro. Wie viel Flächen noch? Jetzt komme ich hier raus und krieg wieder eine Arbeit. Uff. Vor ihm auch eine. Ja. Clever Boy. Jetzt kannst du den Ding benutzen. Was sagst du? Teilen Sie sich in Live Pool? Ich schau grad. Nee. Er ist noch immun, oder? Ja. Ah, ich stehe dabei. Müsste er gleich wieder untertauchen. Ja. Jetzt am besten in die Mitte, genau. Das wird so ein Mage da gehen. Ah, sehr nice. Okay, jetzt haben wir's los. Das ist ein Trash. 11 Minuten haben wir's gedacht. Toll, eine Axt. Epic Loot. Are you fucking kidding me? Trash Boss. Yep. Okay, fuck it. I'm done. You're done. I'm done. Fehlt nur Ramu. Ich weiß nicht, ob Leviathan in der Mount droppt. Kein Wenn, es rennt er nicht weg. Ja, tut er. Was für eins? Ein Pferd oder was? Das ist blau, die droppen alle ein Pferd. Und am Schluss kriegst du halt dein Drachenpferd da. Ah, okay. Ja. Du alle hast, also uns fehlen noch 2, dann können wir uns das Drachenpferd auch nehmen. Kriegst du es einfach so oder musst du eine Quest für machen? Musst du eine kurze Quest machen. Also du gehst zu so einem Baden hin, in einem Wirtshaus, zeigst ihm das und dann gibt er dir. Also dann schickt er